Recht herzlich willkommen zur 54. Folge von Avorion. Ja, wir sind hier, wo ist es? Da, durch das Tor. Und ja, gucken mal gerade hier rum, was hier sonst noch so ist. Eine Carbon-Extraktor. Was machen die denn so? Also, die haben aber auch, glaube ich, nichts, ne? Kein Auftrag, okay. Und wenn ich da mal fragen dürfte, was wollt ihr verkaufen? Güterhandeln? Carbon, okay. Und die brauchen Mais. Sehr interessant. Da haben wir ein Ressourcendepot. Da ist ein Tor. Was ist das? Aluminiummine. Hier haben wir eine Viehrange. Warte mal, hatten wir nicht in der letzten Folge eine Milchbude, die Vieh wollte? Kein Dingens. Das ist klar. Und Güter. Vieh. Die verkaufen Vieh. ...2246, ich glaube, das war 150, was die da wollten, oder? Was war das? Ist natürlich jetzt die Frage, ne? Kauft man da 150 ein? Ist die Frage, ob wir sie transportieren können als nächstes. Aber pff, wir werden es gleich sehen, wenn wir dran sind, oder? Checken wir das doch mal gerade ab. Ach so, wir müssen nochmal hier unser Schiff zeigen, ne? Mal sehen, wo wir sind. Okay, da oben ist Docking. Zack. Der Dockingport ist da auch in der Nähe. So, gleich sind wir dran. Das sind zwei hintereinander. Wir nehmen dann den auf dieser Seite. Güter handeln und dann gucken wir mal, dass wir 150 kriegen. So, die haben wir gekriegt. Dann würde ich sagen, gehen wir hier wieder raus und fliegen mal gerade zurück in den anderen Sektor. Das Tor ist ja gerade um die Ecke da gewesen. Na, da fliegen wir hin. Südosttor. Müssen wir nur gleich checken, ob es den Auftrag noch gibt. Aber wenn, ist auch egal, haben wir 150 Vieh dabei, ne? So, wann Chemikalienfabrik? Nein. Plastikhersteller? Nein. Milchproduktion. Die waren das. Schwarzes Brett. Und der Auftrag ist weg. War klar, ne? Supi. Sonst war ja nix, ne? So. Da müssen wir rein. Handelsposten. Das ist das Tor. Chemikalienfabrik. Und Plastikhersteller. Und hier haben wir die Milchproduktion, ne? Mit einem Transporter um die Ecke. Ja gut, dann können wir die ganze Geschichte wieder umdrehen, fliegen da durch und gucken weiter, weil das bringt uns jetzt hier nicht weiter zu bleiben, oder? Wo mussten wir hin? Nach Norden. Okay, das passt ja dann. Gut, dann wieder durchs Tor. Jetzt haben wir das Vieh dabei, ist halt so. Und ist da auch einer, der die füttert. Aluminiummine. Credits. Ressourcendepot. Das ist Nordtor und das nehmen wir dann auch, oder? Achso, wir wollten hier vielleicht nochmal reingucken. Ja, das ist aber nur unser Schiff, ne? Hier ist auch nichts Besonderes. Kann man hier F drücken? Nein, Planktonsammler. Planktonsammler, okay. Plankton. Was gibt's beim schwarzen Brett? Lieferung Plankton. Irgendwie lohnt das gar nicht, ne? Das lassen wir dann mal besser. wo war ein Türchen? Da oben.
Und das nehmen wir dann auch. Einfach da mal hin. Und durch da. Gucken, dass wir die 150 Vieh irgendwann an Mann bringen, damit wir die los sind, ne? Sonst kacken wir uns nur das Schiff voll. So, wunderbar. Kurzer Check hier. Links, rechts geht's nur. Und dann da rein. Einmal raus. So, hier ist viel Platz. Hier gibt es auch einen Asteroiden. Da. Dann fliegen wir den mal an und claimen den. Obwohl das wäre ja vielleicht machbar hier, ne? Okay. Zup. Ein bisschen näher noch. Und dann geht's. Einnehmen. Hier können wir den verkaufen. Okay, aber das wollen wir jetzt mal nicht machen. Wir wollen den mal behalten. Was sagt die Karte eigentlich, wenn wir da so drauf sind? Da steht nicht, dass wir hier einen Asteroiden haben, ne? Asteroid. Oder ja, da haben wir schon noch eine Notiz gehabt, ne? Da war sie. Titan-Asteroid war da. So, jetzt müssen wir überlegen. Ich glaube, wir fliegen einfach nach da oder nach da. Gute Frage, nächste Frage, oder wie war das? Gehen wir nochmal rausgezoomt. Da war jetzt nur der Asteroid und unser Schiff. Mehr nicht. Da ist ein Tor. So. Das ist das Westtor. Das haben wir jetzt als erstes und dann ist auch gut, machen wir das auch, oder? Komm, zack, fliegen wir rein. Ja. Ein bisschen südlicher, damit wir da gleich reinschwenken können. Einmal Karussell fahren, bitte. Das hat uns der Spaß gekostet. Nicht ganz viel, oder? Da ist das Tor. Okay. Jetzt haben wir es geschafft. Wobei mit Karussell fahren. Das Westtor war da und hier ist auch ein großes Tor drin, ne? Was dann noch da ganz oben irgendwo verbindet. Sehr interessant. Aber das geht ziemlich weit hoch. Und wenn wir da sind, ah, das ist auch eine äußere Ecke, dann, ne, dann können wir auch da unten bleiben. Gut. Dann würde ich sagen, gucken wir nochmal in die Karte, was hier so gibt. Da unten ist das Tor. Sonst ist hier nichts, ne? Außer da oben ist noch ein Handelsposten, ne?
Das Schiff hat keinen Kapitän. Jetzt weiß ich gar nicht, was ich gedrückt habe, dass mir jetzt diese Info zugespielt wird. Gut. Nordwesttor oder das Westtor? Ich würde das Wort Nordwesttor favorisieren. 35. Ja, da ist das sowieso näher. Fliegen wir dahin und dann dadurch. Gut. Ja. Zack, und durch sind wir. Mal schauen, wie es dahinter aussieht, ne? Da geht nur ein Weg weiter. Hier ist ziemlich neblig noch dazu. Und es gibt hier nichts Besonderes. Das ist das Westtor und das ist das Südtor. Dann gucken wir auf die Karte. Westtor, ach so, Südtor. Dann nehmen wir aber das Westtor. Ist schon ausgewählt. Ja, aber es wäre ein West-Nordwest-Tor, oder? Naja, ist auch egal. So. Dann fliegen wir da durch. Und gucken, was dahinter ist. Mal schauen, ne? Irgendwann müssen wir wieder Geld machen. Credits. Um dass wir dann das hinkriegen, dass wir, ne, irgendwo was bauen. Hier ist auch so ein tolles Tor, oder wie sehe ich das? Ja. Das ist noch ein Nordtor, ne? Und das geht nur so ein Stück weiter nach oben. Das ist ja ein interessantes Tor dann, oder? Gibt es nur das, oder? Da sind noch zwei Tore. Achso, eins ist so ein kleines Stück. Jetzt ist zu überlegen, ne? Da unten rein oder da oben rein? Kann man das anklicken? Ne, ne, das kann man nicht anklicken. Da weiß man immer nicht, wo man rauskommt, ne? Aber wir sind jetzt schon in einem Bereich, wo unser Schiff nicht mehr das Dollste ist, ne? Piraten greifen den Sektor an. Okay, dann bedeutet das auf jeden Fall raus hier. Komm, wir checken das gerade da unten einmal kurz rein, einmal gucken, umdrehen, weg. Oder? Kann man da auch nebenher fliegen? Oder vor den Rand ballern? Nee. So, hier sind wir zu schwach, das ist klar. Gibt's hier was? Nein, hier gibt's nix. Sonst ist ja hier nix drin, ne? Nein. Da ist dieses Tor. So, ja. Ist hier ein grünen Blips? Ja, da. Koordinaten ins System. Wo müssen wir hin? Nach da. Boah. Direkt durch das Tor geht's zum Sektor, ne? So, Sprung berechnen. Zack. Und hier ist richtig was los, ne? Eine friedliche Gegend ist es hier auch noch. Und da gehen wir mal gerade hier checken. Ist aber nichts Besonderes hier. Das ist ein Tor. Chemikalienfabrik. Glashersteller. Da oben ist eine Waffenfabrik. Glashersteller. Weizenfarm. Was möchte denn die Weizenfarm haben? Lieferung Weizen. Das lohnt aber auch nicht. Die handeln Sauerstoff. Okay. Gut.
Andere Fraktion greift an. Ist das die andere Fraktion? Gute Frage, ne? Handelsposten. Das ist Naonit. Da sind auch welche. Also die greifen wohl die da an. Und wir halten uns besser raus, ne? Ja. Gut, dann würde ich sagen, checken wir mal gerade die Waffenfabrik. Komme ich da irgendwie dran an die Waffenfabrik? Wahrscheinlich nicht, ne? Flieg mal gerade hier rum. So, dann kommen wir auch dran. Ne? Und da kurz reinchecken. Ach so, das war das Geschütztürme bauen in dieser Weise. Ach, das geht sogar noch nicht mal. Alles klar. Gut. Und da. Ressourcenknappheit. 66 Kristalle brauchen die. Die haben auch eine Fracht oder eine Aufgabe. 50 Erz. Liefer innerhalb von 30 Minuten 50 Erz hierher. Okay, daher. Chemikalien, da ist die Schießerei zugange. Und das ist ein Nord-Nordwest-Tor. Wenn, dann würde ich jetzt gerne das Südtor favorisieren, wenn es das hier gibt. Gut, das ist unser Tor. Checken wir mal gerade ab, was ist das für ein Ding? Weizenfarm, okay. Kommen wir noch dran vorbei an dem Asteroiden, ja. Fliegen wir mal gerade hier rein. Und gucken dann da weiter. Und checken gerade ab, was da los ist. Gut. Okay. Da ist auch ein Handelsposten. Und sonst ist hier nicht so viel. Gut. Südwesttor. Nehmen wir mal das Südwesttor. Aber ich denke mal, das machen wir dann in der nächsten Folge weiter. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.